Hallo, mein Name ist Katja Sievers. Ich komme von der Firma Super 7. Wir haben mit der Marke Repack Folienverpackungen für Lebensmittel mit hohen Barrieren entwickelt. Und diese Folien sind jetzt marktreif und können europaweit skaliert werden. Deswegen bin ich heute hier, weil ich unter den drei Finalisten für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert worden bin. Das Besondere ist, wir können Einschicht-, Zweischicht- und Dreischichtfolien und der Direktkontakt mit Lebensmitteln erfordert ganz besondere Hygienestandards, aber auch sehr besondere Reinheitsstandards. Und bei Repack können wir tatsächlich das komplette Programm, also wir können nicht nur Direktkontakt mit Lebensmitteln, sondern am Ende des Lebenszykluses verkompostieren unsere Verpackungen im Kompost auf natürliche Weise und im industriellen Kompost können sie es auch. Eine sehr große Rolle. Die Biokunststoffe können heute wahnsinnig viel. Sie werden häufig sehr restlos unterschätzt. Und die kleinen Quäntchen, die sie noch nicht so ganz perfekt können, kommen dann Unternehmen wie wir, die dafür sorgen, dass sie am Ende auch in den Hochleistungsprozessen in der Verarbeitung gut können.